Herzlich willkommen zur 109. Folge Angewandte Mathematik für Ingenieure. Für den Fall, dass sich eine t-periodische Funktion durch ihre Fourier-Reihe darstellen lässt, ergibt sich jetzt eine interessante Konsequenz. Es lassen sich dann mit der sogenannten Pasewaldschen Gleichung die Werte von einigen unendlichen Reihen berechnen. Die Pasewaldsche Gleichung formuliere ich hier zunächst einmal wieder als Satz und werde diesen Satz dann im Anschluss beweisen. Also Satz. Sei f eine Funktion von r nach r und diese Funktion f sei eine stückweise monotone t-periodische eine stückweise t-periodische Funktion, die sich durch eine Fourier-Reihe, mit den Fourier-Koeffizienten, AK und BK darstellen lässt. Dann gilt die folgende Pasewaldsche Gleichung und die besagt 2 dividiert durch t mal dem Integral von 0 bis t über die Funktion f von t zum Quadrat dt ist gleich a0 Quadrat halbe plus die unendliche Reihe von k gleich 1 bis unendlich über die Quadrate beider Fourier-Koeffizienten, also ak² plus bk². Diesen Satz wollen wir jetzt beweisen. Der Beweis ist relativ einfach. Wir müssen uns dazu nur noch mal erinnern an das Video Nummer 105. Dort hatten wir berechnet den mittleren Fehler für die quadratische Abweichung einer Funktion f und dem zugehörigen Fourier-Polynom hatten dort folgende Formel erhalten. 2 dividiert durch t mal dem Integral von 0 bis t von f von t minus dem zugehörigen Fourier-Polynom n-ter Ordnung, phi n von t, zum Quadrat dt. Das hier beschreibt den mittleren Fehler der quadratischen Abweichung zwischen dem Fourier-Polynom n-ter Ordnung und der Funktion f. Und dort hatten wir herausbekommen, das ist 2 dividiert durch t mal dem Integral von 0 bis t über f von t Quadrat dt minus in Klammern a0 Quadrat halbe plus die endliche Summe von k gleich 1 bis n über die Quadrate der Fourier-Koeffizienten. Wie gesagt, diese Formel hatten wir hergeleitet im Video Nummer 105, das vermerke ich hier noch einmal. Wenn Sie das jetzt nicht mehr wissen, können Sie sich dort im Video das nochmal anschauen. Und was wollen wir jetzt machen? Wir wissen laut Voraussetzung, dass sich unsere Funktion f durch eine Fourier-Reihe darstellen lässt. Das bedeutet insbesondere f von t ergibt sich hier als Grenzwert Limes n gegen unendlich der Partialsummen der Fourier-Polynome, phi n von t. Das bedeutet also, dass Sie im linken Integral, wenn Sie n gegen unendlich laufen lassen, dass das phi n dann übergeht zu f von t und dann wird der Integrant im Prinzip 0 für n gegen unendlich. Wenn wir den Grenzwert auf der rechten Seite anwenden, ja auf dem letzten Ausdruck, also auf diese endliche Summe geht dann über in die unendliche Reihe von k gleich 1 bis unendlich über ak² plus bk²
für den Fall, dass n gegen unendlich läuft. Und dann sehen Sie auf der linken Seite, der Integrand ist 0. Integrieren Sie die 0, dann kommt nichts raus, nämlich 0. Und wir halten dann auf der rechten Seite 2 dividiert durch t mal dem Integral von 0 bis t über f von t Quadrat dt minus in Klammern a 0 Quadrat halbe plus die unendliche Reihe von k gleich 1 bis unendlich über die Quadrate der Fourier-Koeffizienten. Und wenn Sie jetzt diese Klammer auf die linke Seite ziehen, dann wäre diese Aussage oben bereits schon bewiesen. Ich möchte jetzt vielleicht zunächst einmal ein Beispiel hier anfügen, was man mit der Parseval'schen Gleichung jetzt genau berechnen kann. Und dazu betrachten wir mal das Beispiel, was ich auch schon im letzten Video behandelt habe. Und zwar betrachten wir einmal hin, der Vollständigkeit halber, die Funktion f als Abbildung von r nach r, wobei jedem t aus dem Definitionsbereich hier zugeordnet werden soll, der Ausdruck f von t. Und f von t war dort definiert als stückweise definierte Funktion, nämlich als 1 minus t für den Fall, dass 0 kleiner als t ist und t kleiner als 2. Und wir haben den Funktionswert dort 0 gesetzt für den Fall, dass t gleich 0 ist. Und dass diese Funktion 2 periodisch fortgesetzt wird, können wir so formulieren: mit f an der Stelle t minus 2k ist gleich f von t. Und das muss gelten für alle k Elemente der ganzen Zahlen. Wir hatten im letzten Video herausbekommen, dass sich diese Funktion durch eine Fourier-Reihe darstellen lässt. Die Fourier-Reihe, die wir erhalten haben, lautete folgendermaßen. Also wie gesagt, das wurde im letzten Video alles gezeigt. Das f von t lässt sich darstellen als unendliche Reihe von k gleich 1 bis unendlich über 2 dividiert durch k mal pi multipliziert mit dem Sinus von k mal pi mal t. Und das gilt hier für alle t-Element r. Wie sah unsere Funktion nochmal aus? Das skizziere ich hier vielleicht nochmal ganz kurz. Unsere Funktion f von t hatte ungefähr folgendes Aussehen. Dazu skaliere ich zunächst einmal die Achsen hier. Und ich male jetzt den Graphen hier vielleicht mal wieder in blau hinein. Dann erhalten Sie folgendes Bild. Im Bereich zwischen 0 und 2 lautet die Funktion 1 minus t, das ist eine lineare Funktion, mit der Steigung minus 1 und den y-Abschnitt plus 1. Für den oberen Funktionszweig sind allerdings die Funktionswerte an den Stellen 0 und 2 nicht zulässig, deswegen zeichne ich das hier wieder durch nicht ausgefüllte Kreise und Sie halten dann im Prinzip dieses Bild hier. An der Stelle t gleich 0 ist der Funktionswert 0, deswegen zeichne ich im Ursprung einen ausgefüllten Kreis. Und das müssen Sie jetzt periodisch fortsetzen, nach links und nach rechts, das deute ich jetzt hier mal so an. Das wäre hier also der Graph der Funktion f und ebenso müssen Sie das auch nach links noch fortsetzen, dann würden Sie ungefähr dieses Bild hier erhalten. Wir sehen also, diese Funktion erfüllt die Voraussetzung der Parseval'schen Gleichung, also unseren obigen Satz. Die Funktion ist zunächst einmal stückweise monoton, sie ist zweiperiodisch, also die Periodenlänge wäre hier t gleich 2. Und die Funktion lässt sich darstellen für alle t-Element r durch eine Fourier-Reihe. Dann können wir zunächst einmal ausrechnen, dieses Integral hier, das ich hier mal unterstreiche. 2 dividiert durch t würde bei uns ergeben 2 durch 2, das ist ja gerade 1. Also halten wir das Integral von 0 bis 2 über die Funktion zum Quadrat und unsere Funktion lautet in diesem Intervall 1 minus t in Klammern hoch 2 dt. Nun, die Stammfunktion ist relativ einfach, die würde sich hier geben zu minus 1 Drittel mal 1 minus t in Klammern hoch 3. Denn wenn Sie diesen Ausdruck gerade wieder ableiten, die 3 nach vorne ziehen, dann kürzt sich die 3 mit 1 Drittel weg und als innere Ableitung würden Sie ja noch eine minus 1 erhalten, sodass Sie im Endeffekt in der Ableitung gerade wieder den Integranten herausbekommen.
Wir müssen diese Stammfunktion auswerten jetzt an der oberen und unteren Grenze. Dazu benutzen wir den Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung. An der oberen Grenze ausgewertet erhalten wir minus 1 Drittel mal, und in der Klammer steht 1 minus 2, das gibt minus 1 hoch 3, minus die Stammfunktion an der unteren Grenze. Da hier ein Minuszeichen auf ein Minuszeichen trifft, erhalten wir also plus 1 Drittel. Und in der Klammer steht 1 minus 0. Ja, das gibt 1, insgesamt 1 hoch 3. So werten wir das Ganze noch aus. Wir erhalten hier offensichtlich 1 Drittel plus 1 Drittel. Das gibt hier gerade 2 Drittel. Und nun verwenden wir diese Klammer, wollen wir jetzt noch auswerten. Was ergibt die? Also a0 Quadrat halbe plus die unendliche Reihe von k gleich 1 bis unendlich über die Quadrate der Fourier-Koeffizienten. Wenn wir unsere Fourier-Reihe jetzt hier mal anschauen, sehen wir, dass sämtliche Koeffizienten a k gleich 0 sind und die Koeffizienten b k, können wir ablesen, sind gerade 2 dividiert durch k mal pi. So dass von dieser Reihe im Endeffekt nur noch übrig bleibt die Summe von k gleich 1 bis unendlich über bk Quadrat. Da ja alle aks gleich 0 sind, setzen wir nun bk hier ein, erhalten wir hier quadriert 4 dividiert durch k Quadrat mal pi Quadrat. Und die Parseval'sche Gleichung sagt jetzt aus, dass diese beiden Ergebnisse hier gleich sein müssen. Zunächst einmal können wir hier vielleicht noch den Konstantenfaktor 4 dividiert durch Pi Quadrat vor das Summenzeichen ziehen. Dann erhalten wir 4 dividiert durch Pi Quadrat mal die Summe von k gleich 1 bis unendlich über 1 durch k Quadrat. Und da diese beiden Ergebnisse, wie gesagt, gleich sein müssen jetzt hier, haben wir damit die Möglichkeit, den Wert dieser unendlichen Reihe von k gleich 1 bis unendlich über 1 durch k Quadrat jetzt zu berechnen. Das ergibt dann 2 Drittel. Ja, wir müssen die Gleichung hier dividieren durch 4 durch Pi Quadrat. Das gibt also 2 Drittel mal Pi Quadrat Viertel. Jetzt können Sie noch eine 2 im Zähler und im Nenner herauskürzen und wir erhalten das Ergebnis Pi Quadrat Sechstel hier in diesem Fall. Im Video Nummer 29 wurde bereits die Konvergenz dieser Reihe nachgewiesen. Aber mit den bis dahin zur Verfügung stehenden Mitteln war es uns nicht möglich, den Wert dieser Reihe zu ermitteln. Sie sehen also jetzt, dass sich mit der Parseval'schen Gleichung von einigen unendlichen Reihen auch der Wert dieser Reihen berechnen lässt, solange sich die Funktion durch ihre Fourier-Reihe darstellen lässt. In dem Begleitbuch zu diesem Video finden Sie noch eine ganze Reihe von weiteren Beispielen, wie man die Werte von unendlichen Reihen mit der Parseval'schen Gleichung finden kann. Ich möchte jetzt noch zum Schluss einer Frage nachgehen, und zwar, wir können uns fragen, lassen sich konvergente Fourier-Reihen integrieren bzw. differenzieren? Und die Antwort auf diese Frage ohne Beweis. Integrieren, aber im Allgemeinen nicht gliedweise differenzieren. Das möchte ich hier noch mal so kurz vermerken. Konvergente Fourier-Reihen darf man gliedweise integrieren, aber im Allgemeinen nicht gliedweise differenzieren. Warum nicht? Darauf gehe ich gleich noch ein. Das unterstreiche ich ja auch bewusst mal, das nicht gliedweise differenzieren. Betrachten wir dazu nochmal die Funktion, die wir oben im Beispiel angegeben haben. Wir haben in dem letzten Video ja gezeigt, dass sich diese Funktion durch eine Fourier-Reihe darstellen lässt. Diese Fourier-Reihe, ich rahme das ja vielleicht mal ein.
USA. Man könnte denken, ja, warum darf man diese Reihe nicht gliedweise differenzieren? Das könnte vielleicht daran liegen, dass diese Funktion ja unendlich viele Unstetigkeitsstellen hat. An der Stelle 0 ist die Funktion unstetig, an der Stelle 2 ist die Funktion unstetig und so weiter und so weiter. Aber wir werden gleich sehen, das liegt tatsächlich nicht an den Unstetigkeitsstellen. Und dazu betrachten wir jetzt einmal unsere Funktion f von t, aber nur im eingeschränkten Intervall von 0 bis 2. Dann können wir schreiben, es gilt die Fourier-Reihe, nämlich die Summe von k gleich 1 bis unendlich über 2 dividiert durch k mal pi, multipliziert mit Sinus von k mal pi mal t. Und das gilt für alle t-Element 0, 2. Und in diesem offenen Intervall wissen wir, ist unsere Funktion f auf jeden Fall stetig. Und man könnte jetzt annehmen, dass man dort auch diese Fourier-Reihe gliedweise differenzieren könnte. Zunächst differenzieren wir einmal die linke Seite dieser Gleichung. Dann erhalten wir minus 1 auf der linken Seite. Und auf der rechten Seite, wenn wir gliedweise differenzieren würden, das heißt jeden einzelnen Summanden für sich, erhalten wir 2 dividiert durch k mal pi zunächst einmal. Der Sinus abgeleitet gibt Cosinus an der Stelle k pi t mal die innere Ableitung wäre k mal pi. Und Sie sehen hier, das k mal pi hebt sich hier raus und wir halten dann im Prinzip die Summe von k gleich 1 bis unendlich über 2 mal Cosinus k mal pi mal t. Setzen wir jetzt hier in diese Summe speziell mal den Wert t gleich 1 ein, dann wissen wir, an der Stelle t gleich 1 ist unsere Funktion f auf jeden Fall stetig. Dann erhalten wir die Summe von k gleich 1 bis unendlich über 2 mal Cosinus von k mal pi. K durchläuft die ganzen natürlichen Zahlen, wie Sie hier sehen. Vielleicht schauen wir uns nochmal zunächst an, wie sieht die Cosinusfunktion eigentlich aus an ganzzahligen Vielfachen von Pi. Der Graph der Cosinusfunktion sieht ja ungefähr so hier aus. Das sei also der Graph der Cosinusfunktion. Und wir sehen an der Stelle Pi, also einmal Pi, liefert der Cosinus den Funktionswert minus 1. An der Stelle 2 mal Pi liefert uns der Cosinus den Funktionswert plus 1. An der Stelle 3 Pi liefert der Cosinus wieder den Funktionswert minus 1. Und Sie sehen hier, wenn Sie für k irgendeine natürliche Zahl hier einsetzen, im Argument vom Cosinus, also Cosinus k Pi besser gesagt, erhalten Sie immer einen Wechsel von Plus nach Minus 1. Und das können wir schreiben als Summe von k gleich 1 bis unendlich über 2 mal Minus 1 hoch k. Denn setzen Sie hier beispielsweise mal k gleich 1 ein, erhalten Sie in der Summe 2 mal Minus 1 hoch 1. Sie erhalten also den Summanden minus 2. Das gleiche würden Sie auch links erhalten. 2 mal Cosinus von 1 mal Pi gibt 2 mal minus 1, gibt also ebenfalls wieder minus 2. Nun sehen Sie, dass diese Reihe, diese unendliche Reihe, die hier rechts steht, mit den Folgengliedern 2 mal minus 1 hoch k auf keinen Fall konvergent sein kann. Nämlich diese Reihe ist divergent und sicher nicht minus 1. Also es kann nicht minus 1 herauskommen, weil diese Reihe offensichtlich divergent ist. Zu diesem Video ist ein Übungsbuch erschienen, das neben der Theorie vor allem aber eine große Anzahl an Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungen bereitstellt. Vielleicht besuchen Sie einmal unsere Homepage durch einen Klick auf den rechts unten stehenden Link, um einige Seiten aus diesem Buch Probe zu lesen. Thank you.